bei Fribourg, bei Fribourg, auf dem Boden unterm Dach. Bei Fribourg, bei Fribourg. Guten Tag! Basteln, malen, schmecken, Gott und die Welt entdecken. Lernen, wie das Leben geht und was im Buch der Bücher steht. Guten Tag, ich heiße Fribonius Maximilian Balthasar von Einzahn. Guten Tag. Fribourg! Ach, nehme ich die jetzt mit oder nicht? Oh nee, so ein blöder Urlaub, ich will nicht! Ach, nee. Hey Fribourg, wie wär's mit leckerem Buchholz zum Abendbrot, hä? Au ja, das ist lecker. Oh, du packst gerade für den Familienausflug? Nein, ich weiß nicht. Ich habe erst eingepackt und dann wieder ausgepackt und jetzt wieder eingepackt. Das ergibt doch keinen Sinn, Fribourg. Das verstehe ich nicht. Du freust dich doch auf den Ausflug, oder? Ja, weil wir ja sonst immer auf dem Bauernhof sind. Ach, da kann ich mich gemütlich auf ein weiches Schaf legen und mich ein bisschen rumtragen lassen. Und abends gibt's beim Lagerfeuer Bucheckerstockbrot. Das klingt doch echt gut. Ja, finde ich ja auch. Aber dieses Mal will meine Mama unbedingt was Neues machen. Wir sollen uns in so einer blöden Höhle, sollen wir da die anschauen. Das ist dunkel und kalt und nass. Und wer weiß, ob es da nicht auch Spinnenweben gibt und Spinnen. Ich mag keine Höhle. Aber was für eine Höhle ist das denn genau, Fribourg? Ja, eine Tropfsteinhöhle, hat Mama gesagt. Oder so ähnlich. Keine Ahnung, was das ist. Aber es hört sich an, als wenn kaltes Wasser auf einen Kopf runtertropft und es dunkel ist. Nee, Fribourg. Tropfsteinhöhlen sind richtig, richtig cool. Da wird dir das total gut gefallen, glaub mir. Warst du denn schon mal in so einer Höhle? Ich war schon in vielen Höhlen und Tropfsteinhöhlen sind die coolsten Höhlen überhaupt. Da sieht es so aus wie in einer anderen Welt. Echt? Ja, wie denn? Ja, du, ich muss irgendwo noch Bilder davon haben. Oh, das wäre cool. Wo war? Ah, hier. Schau mal. Ja? Guck mal, wie das da aussieht. Boah. Ja? Das sieht ja toll aus. Wie Säulen in einem Märchenpalast oder so. Oder eigentlich fällt mir gar nichts ein, wie es ähnlich aussehen könnte. Wie gesagt, das sieht wie in einer anderen Welt aus, Fribourg. Ja. Aber was ist das da in der Höhle, das diese schönen Formen macht? Ich dachte immer, Höhlen wären einfach große Räume, die dunkel sind, im Berg. Also im Prinzip hast du recht. Höhlen sind erstmal Hohlräume im Gestein, also zum Beispiel in einem Berg drin. Ne? Hm? Aber das ist ja schon allein ganz spannend. Ich meine, es gibt ganz verschieden große Höhlen zum Beispiel. Manche sind riesig groß wie Hallen oder Säle, wo man ganze Häuser reinbauen könnte. Oder ganz klein, so dünne Gänge, die in den Berg reingehen. Und da gibt es verschiedene Arten von Höhlen. Es gibt Lavahöhlen, Eishöhlen, Höhlen, in denen mal früher Menschen gelebt haben. Oder eben auch die Tropfsteinhöhlen, die richtig schön sind. Mann, das ist ja total aufregend. Mich würde total interessieren, wie sich sowas bildet. Pass auf, ich glaube, das ist so. Also durch das Gestein, was um die Höhle drumherum ist, da sickert manchmal Wasser durch. Aha. Und wenn das Wasser durch das Gestein durchgeht, dann nimmt das so ein bisschen was von den Gesteinen mit. So wie so ganz kleine Krümelchen oder Staub. Ein bisschen so, als wenn du in einer Tasse Kakaopulver hast und Milch raufgießt, dann löst es sich ja auch in der Milch auf. Ja, das stimmt. Und wenn dann das Wasser an die Höhlendecke kommt, dann bildet sich da ein kleiner Tropfen. Aha. Und wenn der runterfällt, lässt er ein bisschen was von diesem kleinen Zeug, was er mitgenommen hat, oben an der Decke zurück oder unten am Fußboden halten. Dann bilden sich langsam diese Säulen, die sind meistens aus Kalk. Aha, also ein bisschen verstehe ich's und ein bisschen nicht. Also, ich glaube, da gibt es ein richtig cooles Experiment, ja? Wo man das verstehen kann. Und wer ist die beste Experimentierin, die wir kennen? Ah, Wilma! Wilma! Juhu! Tropfsteinhöhle. Es funktioniert! Oh, das war jetzt aber. Wow! Könnt ihr das sehen? Das funktioniert! Meine Tropfsteinhöhle! Bei mir in meiner Fantasiefabrik eine Tropfsteinhöhle! Fantastisch, dieser Versuch! Da habe ich so lange zugeguckt. Das glaubt ihr gar nicht, wie lange. Ich bin glatt eingeschlafen.
Aber jetzt bin ich wieder hellwach, denn es funktioniert. Oh, ihr wollt auch eine Tropfsteinhöhle zu Hause? Na klar, ist schnell gemacht. Zumindest das Herstellen. Das geht ganz einfach. Und dann braucht man Zeit. Eine ganze Weile. Wir legen direkt los. Oh, Vorsicht. Ich muss mal meine Schutzbrille aufsetzen. Für eine Tropfsteinhöhle brauchst du so zwei wunderbare Gläser. Dann brauchst du ein Stück Wolle mit zwei schnippi-schnappi-kleinen Büroklammern. So, an jedes Ende kommt eins, vorne, hinten, hinten, vorne. Und dann wird das in das Glas hineingelegt. So, fein sieht das aus. Schaukel, schaukel, schaukel. Nein, schaukeln wird man nicht dran. So, okay. Und dann brauchst du warmes Wasser. Ja? Achtung bei dem warmen Wasser, dass es nicht zu heiß wird. Sonst mach das mit deinen Eltern zusammen. In beide Gläser gießt du Wasser. So, hier ein bisschen und da ein bisschen. Und hier noch ein bisschen. So, so ist super. Und jetzt kommt da Backpulver rein, geht auch mit Natron. Guckst du einfach mal auf unserer Homepage, ja? Das ist ganz genau beschrieben. So, jetzt Vorsicht. Oh, mal gucken, was da jetzt passiert. Ja. Schneeberge, Schneeberge. Oh, guck mal, wie das blubbert. Guck dir das an. Wow. Ich hätte mein lieber Vulkan dazu sagen sollen, als zu einer Tropfsteinhöhle. Nein, nein, das hört gleich wieder auf. Ja, 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 ja. So. Und dann schön reinkippen alles. Plopp. Rühren, 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 rühren. Stopp, 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 stopp. Nicht weiter, halt, stopp. Ich sagte nicht weiter. Ja, 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 ja. Aha, schön brav wieder da rein. Ich brauche die doch da drin und nicht hier draußen. Ei, 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 ei. Das ist aber ganz flottes Backpulver hier. So. Ich sehe schon, du musst dich ein bisschen beruhigen. Ist ja gut. Geh mal erst mal hier rüber. So, hier muss das ja auch rein. Ne? Brauchen wir an beiden Seiten genügend schön Backpulver, Backpulver. Hätte nicht gedacht, gell, mit Backpulver? Man muss man nicht nur backen mit. Nee, kann man auch Tropfsteinhöhlen backen. Tropfsteinhöhlen backen. Naja, so fast. So. So. Ja, ja. Ah, ist ja gut. Auch ein ganz wilder hier. So. Plopp. Rein damit. Rühren, rühren, vermischen, vermischen, vermischen. Ja, schön drin dann. Nein, nicht rauskommen. Nein. Och, Mann. Eieieiei. Also, du siehst schon, was du auf jeden Fall brauchst, ist ein Tablett. Eine wasserfeste Unterlage oder so. Nicht vergessen. Hm? Und vorher bitte mit Mama oder Papa absprechen, wo du das am besten machst. So. Wie das blubbert und gluckert. Das ist eine blubbernde, gluckernde Tropfsteinhöhle. Naja, noch ist es ja keine Tropfsteinhöhle. Aber wir sind auf dem besten Weg dahin. So, drin ist das, jawohl. Langsam rühren. Vorsichtig, vorsichtig. Eieiei, bleibst du da drin? Ja, 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 ich sag's ja. So, und das war eigentlich schon alles. Ja, ja. Du hast es schön verrührt mit dem Wasser. Denk dran, schön langsam zu rühren. Und dann stellst du das auf jeden Fall irgendwo hin, wo es warm ist. Also zum Beispiel auf ein Fensterbrett, wo eine Heizung drunter steht oder halt eben in die Nähe einer Heizung. So, und dann heißt es nämlich nur noch
Warten. Toll, oder? Gar nicht schwer. Und dann kannst du jeden Tag mal nachschauen, was da so passiert. Und dann sitzt du genauso wie ich, ganz gespannt an deiner Tropfsteinhöhle und beobachtest, wie langsam die Tropfsteine hier lang wachsen. Aber sei nicht enttäuscht, geht nicht gleich von einem Tag auf den anderen. Nee, nee, das braucht Zeit. Ja, was glaubst du denn, warum ich hier halt weggeschlafen bin? Weil ich schon so lange hier sitze und gucke, hm? Naja, also so sieht das ungefähr nach einer Woche aus. Und ich sag dir noch eine Woche weiter. Oh, da ist eine ganze Tropfsteinhöhlenlandschaft dabei. Mhm. Und jetzt, meine Lieben, beobachte ich hier mal schön weiter. Und du machst mal den Versuch, oder? Viel Spaß dabei. Hey, schick mir ein Bild. Ich freue mich darüber. Ja, das geht so tolle Muster und so tolle Gebirge. Und ach, das sieht so aus wie so eine ganze Landschaft. Neue Tropfsteinhöhle eben. Hm? Viel Spaß dabei. Auf unserer Homepage findest du alles, was du dafür brauchst. Dann weißt du, was du dir besorgen sollst. Und dann sprich mal mit Mama und Papa und los geht's. Ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, guck dir das mal an. Wow, sie hat es geschafft, einen eigenen Tropfstein zu machen. Aber sag mal, diese Höhlen hier, die müssen ja uralt sein. Diese Tropfsteine wachsen doch so langsam. Und hier auf den Bildern gibt es so große Tropfsteine. Das hat doch bestimmt ewig gedauert. Das hat wirklich lang gedauert. Aber die Höhlen sind ja auch schon ziemlich alt, Fribo. Ne? Und das Tolle ist, die verändern sich weiter, weil ja immer neues Wasser nachtropft. Gibt es denn viele Tropfsteinhöhlen? Ja, es gibt schon einige. Und jede ist verschieden. Und ich glaube, man hat noch gar nicht alle entdeckt, die es gibt auf der Erde. Boah, dass das so spannend ist, das hätte ich nicht gedacht. Siehst du mal, dann pack doch jetzt mal weiter deinen Koffer, damit du auf den schönen Ausflug fahren kannst. Was? Nein, auf gar keinen Fall! Ja, wieso denn nicht, Fribo? Du hast doch gerade eben noch selbst gesagt, wie toll das ist und wie spannend das ist in solchen Höhlen. Ja, das finde ich ja auch. Aber das ist doch viel zu gefährlich. Ich würde schon echt gern mal in so eine Tropfsteinhöhle, da würde ich gern mal reingehen. Aber was da alles passieren kann? Stell dir doch das mal vor, ich verlaufe mich unter der Erde. In diesen riesigen Höhlen mit vielen Gängen, da finde ich doch nie mehr den Ausgang. Oder eins von diesen Riesendinger da oben, wenn die dann runterfallen. Ja, und auf mich drauf oder die den Weg versperren und ich nicht mehr den Ausgang finde. Nee. Das ist zwar toll, aber viel zu gefährlich. Herr Fribo, du übertreibst auch ein bisschen hier. Na, ich weiß nicht. Du bist in so einer Höhle doch nie allein. Da ist so ein Höhlenführer mit dabei, der dir zeigt, was wichtig ist und so. Und wenn du da Eintritt bezahlst bei so einer Höhle, dann ist die ja gut erforscht. Dann weiß man alles über die Höhle. Und da gibt es Geländer und Wege, auf denen man sein kann. Das ist alles ziemlich sicher da. Ich weiß nicht. Und wenn ich mich verlaufe und dann irgendwo in der Höhle ganz alleine bin? Also, ganz allein bist du ja nie, Fribo, ne? Schau mal, wir haben doch hier einige Schätze in unserer Schatztruhe drin, die was ganz anderes sagen. Guck mal hier, muss ich nur einmal reingreifen. Gott kann, was keiner kann. Er hat für jedes Problem eine Lösung. Ne? Mhm. So ist es doch. Oder hier, Gott hat einen guten Plan. Bei ihm sind wir sicher. Ne? Mhm. Oder hier, Gott lässt dich nie allein. Ja, stimmt ja auch. Das weiß ich ja auch. Aber irgendwie habe ich trotzdem Angst. Also, wenn das alles nicht hilft, Fribo, ja? Dann hilft nur noch eins. Dass ich hier bleibe? Nee, eine Bibelgeschichte. Eine Bibelgeschichte? Ja, erinnerst du dich nicht? Wir haben oft manchmal Probleme gehabt oder nicht weiter gewusst. Da haben wir eine Bibelgeschichte gelesen und da war die Lösung drin. Hm? Stimmt. Na gut, eine Geschichte höre ich mir an. Okay, ich bin bereit. So. Ich bin auch bereit, Fribo. Also, na gut. Du weißt noch, es ging um das Volk Israel. Gott hat es befreit aus Ägypten. Ne? Und er hat ihnen versprochen, sie in ein wunderbares Land zu führen. Ne? Na klar, weiß ich das noch. Sie mussten dafür sehr lange durch die Wüste laufen, um dahin zu kommen. Ganz aber genau. Gott war die ganze Zeit bei ihnen. Ja, Gott war wirklich die ganze Zeit bei ihnen. Und sie haben schon viele Wunder und tolle Sachen mit Gott erlebt, wie er sie beschützt und geführt hat. Ne? Genau, und jetzt waren sie endlich da. Was? Echt toll? Mhm. Na, dann haben sie es ja endlich geschafft. Genau, sie waren ja wochenlang durch die Wüste unterwegs, da war es heiß und überall Sand und Stein und Stein und Sand und Kaktus und keine Ahnung was. Ne? Oh ja. Und das war ziemlich anstrengend, aber jetzt waren sie endlich da, wo sie hin sollten. Und Gott hat ihnen ja versprochen, sie in ein wunderbares Land zu führen, wo es alles gibt, was sie brauchen. Ne? Da gibt es grüne Wiesen und Weiden für die Tiere, wo man sich schön auf, auch mal hinlegen kann und ausbreiten kann, ein schönes grünes Land. Ja, sieht gut aus.
Und natürlich gibt es auch Flüsse und Seen dort, Wasser, was man braucht, ne, um Getreide anzubauen oder Obstbäume oder sowas. Ne? Da ist auch viel Tolles gewachsen, zum Beispiel Weizen oder Gerste. Ja? Überall war auch Wasser genug da. Und es gab da alles, Früchte und Gemüse und was man so zum Leben braucht. Richtig, richtig toll. Das hat Gott ihnen verheißen. Mhm. Und war es wirklich so ein gutes Land? Das haben sich die Israeliten auch gefragt, Fribo. Ist es wirklich so toll, wie Gott das gesagt hat? Kann das sein, dass so nach der Wüste so ein tolles Land kommt? Und sie wollten gerne rausfinden, ob das stimmt. Ja, aber wie kann man das denn herausfinden? Na, ganz einfach. Wie? Also, sie haben gesagt, wir suchen ein paar mutige Männer, die bereit sind, so als Spion in das Land hineinzugehen, sich das alles mal anzugucken und uns dann davon zu berichten. Boah, das ist eine sehr gute Idee. Mhm, genau, hat auch gar nicht lange gedauert. Da haben sich schon ein paar Leute freiwillig gemeldet. Ja, und da hatten sie 12 junge Männer, zum Beispiel den Shamma und den Palti und den Josua und den Kaleb und noch mehr. Und die sind losgezogen, um sich das Land anzuschauen. Und sie waren lange weg. Sie waren 40 Tage im Land Kanaan, so hieß das. Boah, das war ganz schön lang. Um sich umzuschauen, ne? Ich bin ja sehr gespannt, was sie dann zu erzählen haben. Mhm, kannst du auch sein. Das Volk Israel war auch ganz gespannt. Sie haben gewartet und gewartet. Und endlich kamen die Männer zurück von ihrer Auskundschafterei. Und alle sind zu ihnen hingelaufen und wollten natürlich sofort wissen, was habt ihr gesehen, wie ist es da? Erzählt, erzählt, erzählt. Genau, wie war's, wie war's? Und als sie alle zu den Leuten kamen, zu den Kundschaftern, haben sie gesehen, boah, die haben auch was mitgebracht. Was denn? Pass auf, die hatten Körbe voll mit Dingen, die sie im Land gefunden haben. Oh, was ist denn das? Schau mal hier, was wir alles Tolles haben. Und sie haben gesehen, wie toll es da ist. Und die Kundschaft haben erzählt, es ist wirklich so, wie Gott gesagt hat. Da sind grüne Wiesen und Weiden für die Tiere und da sind lauter Wasserbäche und Flüsse überall. Das Land ist fruchtbar und da wächst wirklich ganz viel. Da wächst Weizen und Gerste und Granatäpfel und Oliven gibt es da auch. Olivenhaine, die wachsen und es gibt dort Feigen und Datteln und Weintrauben, die waren riesengroß, dass sie sie kaum tragen konnten, die sie da gefunden haben. Also wirklich ein wundervolles Land. Boah, wochenlang haben sie nichts anderes gesehen als Wüste, Sand und Steine. Und jetzt erzählen die Kundschafter von einem grünen Land und bringen sogar riesige Sachen mit. Ganz tolle Früchte und so. Das muss ihnen ja vorgekommen sein wie eine andere Welt. Genau, die waren richtig begeistert, haben sich richtig gefreut. Toll, Gott hat uns wirklich in dieses Land geführt, wie er verheißen hat. Wie wundervoll, wie schön, die haben sich gefreut. Genau. Aber da haben sie gemerkt, Moment mal. Was denn? Die meisten von den Kundschaftern, die sehen irgendwie nicht so glücklich aus. Warum denn? Also sogar ängstlich und haben Furcht im Gesicht. Was? Und dann mussten die Kundschafter weitererzählen. Und einige von ihnen haben gesagt, Leute, ja, das Land ist zwar echt toll, aber passt auf, da wohnen richtig starke Leute und die haben große Städte mit dicken Mauern drumherum und da gibt es sogar Riesen. Wir werden das gar nicht schaffen, das Land einzunehmen. Die werden uns besiegen, die werden uns vertreiben, unsere Kinder wegnehmen. Es wird ganz schlimm werden. Wir haben keine Chance. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja. Und die Israeliten haben gedacht, oh nein, wie du, ne? Das genau, kann doch nicht sein. Wieso hat Gott uns hergeführt, wenn es so schlimm ist? Wir haben keine Chance. Wir sollten zurückgehen nach Ägypten. Ja. Ja, so enttäuscht waren sie und so ängstlich. Ne? Aber zwei von den Kundschaftern sind nach vorne getreten und haben gesagt, Leute, stopp mal, was macht ihr hier? Hört auf, euch so aufzuregen. Denkt doch mal nach. Das Land ist wirklich wundervoll, genau wie Gott es verheißen hat. Also warum soll er uns nicht helfen können, das Land einzunehmen? Er hat uns doch schon so viel geholfen in der Wüste. Habt ihr es alle vergessen? Nein, ich weiß doch was. Ich, ja. Mhm. Gott hat sie aus Ägypten doch befreit und dort viele Wunder getan. Genau. Ja, ja, da war doch noch die Wolken und die Feuersäule, damit sie den richtigen Weg finden konnten. Ja, und er hat sie vor der starken ägyptischen Armee gerettet. Genau. Er hat sogar dafür ein Meer geteilt, damit sie durchgehen konnten. Jawohl. Und er hat noch Essen vom Himmel fallen lassen, als nichts da war. Genau. Da sieht man doch, dass Gott immer bei ihnen war. Hm, immer eine Lösung hatte er. Mensch, die beiden haben recht. Für Gott ist es ein Klacks, so ein paar Riesen zu besiegen. Also los geht's! Auf nach Kanaan! Genau, das haben die beiden auch gesagt. Und Mose hat auch gesagt, los nach Kanaan! Genau! Gott hilft uns, er hat es doch schon bewiesen, dass er uns helfen kann. Jawohl! Aber das Volk wusste das ja eigentlich auch. Die haben das ja alles erlebt, mit dem Manna vom Himmel und mit dem geteilten Meer und alles. Aber die Angst war so groß, dass sie trotzdem gesagt haben, nee, wir wollen das nicht, wir wollen zurück nach Ägypten. Was? Die spinnen doch! Zurück zum Pharao, der sowieso schon total wütend ist? Ach, dann war da ja alles umsonst. Aber die wissen doch, Gott ist doch da! Ja, so ist das manchmal auch bei uns, oder? Dass wir eigentlich wissen, dass Gott da ist und uns hilft, aber wir haben trotzdem so viel Angst, dass wir uns nicht trauen. Dass wir sagen, nee, lieber nicht. Nee, also ich nicht. Ich weiß, dass Gott bei mir ist und auf mich aufpasst. Jawohl, das weiß ich. Ach ja?
Was denn? Stimmt ja. Doch! Also ich erinnere mich daran, dass wir gerade eben über so eine Tropfsteinhöhle geredet haben und du da gemeint hast, ja, es ist zwar alles toll, aber auch wenn Gott bei mir ist, ich habe solche Angst, ich will da nicht hin. Ja, also, ja, stimmt. Hatte ich schon ganz vergessen. Oh Mann, dann bin ich ja gar nicht besser als die Israeliten. Ich habe schon so viel mit Gott erlebt. Und meine ganzen Bibelschätze. Und jetzt weiß ich doch auch, dass er da ist. Aber manchmal habe ich trotzdem Angst. Du, ich glaube, das ist ganz normal bei Menschen, ja? Auch bei Holzwürmern, dass wir manchmal einfach so viel Angst haben, dass das alles überschattet. Und auch wenn wir eigentlich wissen, dass Gott bei uns ist, haben wir trotzdem zu viel Angst, um das zu machen. Ja, ja. Na? Aber das Tolle ist, was denn? Auch wenn wir Angst haben und Gott nicht vertrauen, bleibt er trotzdem bei uns und begleitet uns und hält zu uns, sogar wenn wir Angst haben. Oh, das ist schön. War das bei den Israeliten auch so? Ja, da war das auch so. Gott war zwar ziemlich traurig, dass sie ihm nicht vertraut haben, aber er ist trotzdem bei ihnen geblieben. Er hat zu ihnen gesagt, also ich kann euch so nicht in das Land Kanaan hineinlassen. Ihr vertraut mir ja gar nicht. Ne? Ihr müsst erst mal lernen, mir zu vertrauen. Und passt auf, ihr müsst jetzt weitere 40 Jahre in der Wüste rumlaufen. Oh. Aber ich werde bei euch sein. Ich werde euch begleiten, euch helfen, damit ihr lernen könnt, mir zu vertrauen. Oh, dann werden wahrscheinlich viele von diesen Leuten hier gar nicht miterleben, wie es in Kanaan ist. Die verpassen ja was. Das stimmt. Ne? So ist das. Wenn man Angst hat, bleibt Gott zum Glück trotzdem bei uns und begleitet uns. Aber vielleicht verpasst man was sehr Gutes. Also das will ich nicht. Du, weißt du was? Was denn? Ich mach den Familienausflug mit. Ja? Diese Tropfsteinwelt unter der Erde, die will ich nicht verpassen. Und Gott ist doch sowieso bei mir. Genau. Und weißt du was? Was denn? Vielleicht kann ich ja auch mitkommen. Ich lieb doch Tropfsteinhöhlen. Au ja, das wäre ja spitze. Ja? Das geht auf jeden Fall. Super. Jetzt packe ich schnell meine Sachen. Ich muss auch noch was mitnehmen. Hey, schön, dass ihr da seid. Vor ein paar Monaten war ich in Costa Rica. Das ist ein wunderschönes Land. Es gehört zu den Ländern der Erde, in denen es die meisten verschiedenen Pflanzen und Tierarten gibt. Dort konnte ich einen ganz besonders schönen und bunten Vogel beobachten, den Ara. Aras leben im Regenwald. Sie haben einen kräftigen Schnabel und eine harte Zunge, mit der sie Löcher in Früchte bohren können. Aras sind sehr intelligente Tiere und brauchen ihre Freunde in der Gruppe, dem sogenannten Schwarm. Weil sie so schön sind, wollen manche Menschen sie als Haustier haben. Aber Aras brauchen andere Aras als Partner und Freunde. In Costa Rica ist es verboten, sie als Haustiere zu halten. Manche Aras wurden von ihren Besitzern schlecht behandelt, wie dieser, der jetzt leider einen schiefen Schnabel hat und nicht mehr alleine draußen leben kann. Er lebt heute in einer sogenannten Auffangstation. Dort werden verletzte Tiere gesund gepflegt und dürfen, wenn möglich, danach wieder in die Natur zurück. Egal, wo wir auf der Erde leben, ob in Costa Rica, Deutschland, Österreich oder der Schweiz, es ist wichtig, dass wir auf die Tiere aufpassen. Auf unsere Haustiere, aber ganz besonders auch auf die Tiere, die in unseren Wäldern, auf unseren Wiesen oder in unseren Gärten leben. Es macht ganz viel Freude, sie da zu beobachten, wo sie leben und zu Hause sind, nämlich in der freien Natur. Es gibt echt viele spannende Dinge auf dieser Welt zu entdecken. Ich bin bereit. So, ich auch. Rucksack ist gepackt. Wir können los, aber eine Sache gibt's noch, die wir machen müssen. Ja, die Bibelschatztruhe. Genau. Ich habe auch schon eine Idee, was ihr aufschreiben könnt. Oh ja, was denn? Lass mal schreiben. So. Oh, das ist ja richtig spannend. Oh, du schreibst aber ganz schön viel. Was schreibst du denn da? Na, lies mal.
obwohl wir wissen, dass Gott gut ist? Mhm. Und sich um uns kümmert? Oh, das klingt gut. Obwohl wir wissen, dass Gott gut ist und sich um uns kümmert, haben wir manchmal Angst. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Bei mir stimmt's jedenfalls. Mhm. Oh, das geht auch noch weiter. Aber Gott ist trotzdem da. Ja, genau. Also dann heißt der Text, obwohl wir wissen, dass Gott gut ist und sich um uns kümmert, haben wir manchmal Angst. Hm? Gott ist trotzdem. Jetzt nochmal richtig, jawohl. Obwohl wir wissen, dass Gott gut ist und sich um uns kümmert, haben wir manchmal Angst. Das stimmt. Aber Gott ist trotzdem da. Das finde ich toll. Darf ich es reinwerfen? Na klar. Oh, super. Hier, warte, ich mache die Kiste auf. Mhm. Und dann im großen Bogen. Ja, super. Jawohl. Juhu. Dann geht's los jetzt, oder? Ja. Oh, ich bin schon ganz aufgeregt. Na, auf geht's. Juhu. So, Koffer. Achtung, Fribo und die Einzahns kommen. Und Dominik, los, auf geht's. Auf in die Tropfsteinhöhle, Fribo. Los geht's. Wunderbar. Komm. Ich freue mich schon total. Ja, Bodo geht's dir gut da drin, ja? Oh, super. Das war's.